Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Tales of Xillia. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss sagen, das ist jetzt eine neue Aufnahmesession, nachdem ich... Was willst du denn von mir? Nehmen wir euch gleich mal kaputt hier. Nachdem ich herbe Probleme hatte mit YouTube und mit den letzten Videos, die ihr gesehen habt. Ich entschuldige mich nochmal bei allen, die sich da irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt haben. Vielleicht auch wegen dieser hässlichen Musik, die da in den Cutscenes im Hintergrund lief. Aber es tut mir leid, ich hatte echt meinen Kanal für 3 Tage oder so brachlegen lassen, weil ich nur hier am Neurendern und Neueditieren und sonst was war, weil mir das Probleme gemacht hat mit dem Content-Match und ich konnte es nicht releasen. Deswegen habe ich da hart dran gearbeitet. Ihr werdet auch feststellen, wenn ich hier jetzt die Klappe halte, die Hintergrundmusik habe ich wesentlich leiser gestellt. Einfach aus dem Grund, Level up, Emila! Einfach aus dem Grund, weil ich hoffe, dass selbst wenn ich dann mal doch nicht permanent am Labern bin, die Musik mir keinen Copyright-Strich durch die Rechnung machen will. Das hat nämlich unwahrscheinlich genervt. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wir leveln jetzt hier Mila auf. Und um mal zum Thema zurückzukommen, will ich euch, wie gesagt, herzlich willkommen zurückheißen zu Tales of Xillia. Wir spielen hier heute kräftig in der Story weiter. Ich habe vor, schön viel Story-Progress zu machen. Will mich nicht wieder mit ewigen Erkundungen und Nebenquests aufhalten. Ich will jetzt mal, dass es hier richtig in Fahrt kommt. Und jetzt bin ich hier kurz am Überlegen. Letztens hat mir jetzt auch einer von euch Zuschauern, vielen, vielen Dank, du bist ein ganz treuer, ich freue mich sehr, dich an Bord zu haben, den Tipp gegeben, in was für eine Richtung man Mila entwickeln sollte. Und das habe ich ja soweit auch richtig verstanden. Ich glaube, die macht sich hier oben recht gut, ne? Eigentlich hätte ich doch vor der Aufnahme nochmal nachgucken können, oder? Wäre das nicht toll von mir gewesen? Moment, war das nicht hier unten so Magie, ein bisschen Initiative, erhöht Wahrscheinlichkeit, Krankheiten durch elementare Angriffe zu verursachen? Naja, wisst ihr was, wir sind ja eh relativ gut aufgebaut. Ich glaube, wir nehmen einfach mal hier so ein bisschen was von, damit sie ihre Punkte erhöhen kann. Und dann den hier unten. Und dann bauen wir doch eiskalt hier mal irgendwas zu. Und zwar zum Beispiel den hier in der Mitte. Zack. Und schon haben wir eine neue Fähigkeit. Sesam, öffne dich. Folgende Fähigkeiten erworben. Windschutz. Alles klar. Seht ihr, das wollen wir dann noch schon. So gefällt mir das doch recht gut. Und wie wir sehen, ja, da Beweglichkeit, Geschwindigkeit. Naja, ich bin mir nicht ganz im Schlüssigen. Wir haben ja auch nach wie vor noch diese Auto-Funktion vom Spiel, ne? Lässt ja Auto aufleveln. Ich denke mal, da nimmt es dann den Weg, den es uns vorschlagen würde für den jeweiligen Charakter. Wenn also das Leveln irgendwann mal überhand nimmt und ich mich ein bisschen verlevele und nicht mehr auskenne, dann lasse ich das einfach mal das System machen. Ist aber Zukunftsmusik. Ich würde sagen, wenn ich jetzt hier mal... wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Karte? Wo haben wir es denn? Suche einen Giftstachel. Ich habe doch schon wieder hier... Okay, Leute, erstmal zurechtfinden. Okay. Wir gehen jetzt mal in die Ereignisliste. Und wir gehen jetzt mal in Jaids Geschichte und schauen. Begib dich über den Kulmar-Pfad zur Bärmeerschlucht. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben das letzte Mal uns mit den Nebenaufgaben beschäftigt und wollten einen Stachel finden. Genau das ist es. Da vorne sind die Bienen. Ich glaube, einen Kampf versuchen wir mal, um vielleicht so einen Giftstachel zu finden. Wie gesagt, ich habe mich nicht näher darüber erkundigt. Ich gehe einfach mal davon aus, dieser Giftstachel ist von diesen Gelöten hier zu kriegen. Hallo Biene, komm her. Und wenn der jetzt hier nicht droppt, dann lassen wir diese Nebenaufgabe einfach sein und begeben uns in Richtung Plotpoint. Denn derselbe Zuschauer, von dem ich gerade geredet habe, nicht, dass ich deinen Namen nicht weiß, es tut mir sehr leid, aber ich wollte einfach, Halleluja, ich will einfach den nicht komisch falsch aussprechen, weil der so Killers, Reblöschen 0158 oder so, glaube ich. Deswegen nenne ich dich jetzt einfach nur den Zuschauer, du weißt, wer gemeint ist. Der hat mich darauf hingewiesen, dass, wir haben ein Gespräch. Bitte merken, was ich sagen wollte. You see the way Mila freezes those enemies in their tracks? I guess she really is into bondage. Oh, is that what the technique is called? Aww, I thought I'd get more of a rise out of you than that. I'm just tired of your lies and innuendos. Just give it up already. Oh, and now I'm the one being tied down by your sadistic decrees. Sorry, Jude. I'm not that into bondage play. But it is true that some people can only experience true intimacy when they're tied and bound. The conversation takes a surprising turn. Are you speaking from personal experience? No, I read it in a book. It was called Men and Women Beneath the Sheets. What sort of books are you reading?
There was a similar comment in The Aesthetics of Being the Catcher as well. That one's probably about something different. Oh? Well, I wouldn't really know. Sounds like Mila's more into total freedom than tying anyone down. Ja, das sind doch Themen, die angeschlagen werden. Ich weiß nicht, ob die, die haben gleichzeitig so ein bisschen einen auszubildenden Charakter, nennen wir es jetzt einfach mal für Kinder, ne? Ah, einige haben nur, wenn sie gefesselt und sowas gibt's halt und Fetisch. Auf der anderen Seite haben sich die Entwickler hier wahrscheinlich mal wieder so ein bisschen ausgetobt. Wir wissen alle, wie Japaner drauf sind, was in ihrer Kultur alles da so eine Rolle spielt und naja. Wollen wir aber nicht weiter darauf eingehen. Was ich jetzt machen wollte ist, genau, auch hier wurde ich darauf hingewiesen, dass der Typ wohl relativ wichtig ist. Zu dem werden wir auf jeden Fall schnell reisen, immer wenn wir einen Haufen schwarzer Feder gefunden haben. Denn hier gibt es wichtige Sachen. Was ich sagen wollte, bevor das Gespräch losging. Dieser Zuschauer, ich nenne dich aber jetzt Boss-Zuschauer, hat mich darauf hingewiesen, dass jetzt bald die Story in Fahrt kommt. Und das habe ich ja gehofft. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass das hier jetzt gerade, ihr wisst, das Mädchen und der Bruder und so weiter, die sind irgendwie weg, soweit ich mich erinnere. Und wir müssen jetzt hier mit Rowan zusammen über den Kulmerpfad zur Bermia-Schlucht gehen. Und dort werden sie wohl aufzufinden sein. Zur Bermia-Schlucht geht's da runter, genau, Kulmerpfad. Und ich glaube, das ist so ein Ereignis, das wird jetzt noch abgeschlossen und dann, glaube ich, passieren die richtigen Sachen. Versteht ihr? Sachen, wofür wir das Spiel eigentlich spielen. Wir überlegen uns das jetzt mal nochmal ganz genau. Das Spiel läuft mittlerweile so lang wie ein anderes Spiel teilweise heutzutage nicht mehr. Spiellängen gehen ja konsequent, werden konsequent kürzer. Aber das Spiel hier rollt halt so langsam an. Und ich glaube, wenn es jetzt dann losgeht, haben wir gute 20 bis 25 Stunden Action. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen epischer und wir werden neue Charaktere und neue Leute kennenlernen und vielleicht auch mal mehr Bossfights haben und so weiter und so fort. Es fühlt sich ja immer noch an, als wären wir in einem Tutorial, aber ich würde sagen, wir sind ja jetzt hier am Kummerfahrt und Story. Yes, 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 yes. Oh mein Gott, Wölfe. Bitte nicht angreifen. Bitte nicht. Ich will nicht angegriffen. Die Brille ist einfach der absolute Hammer. Genau, sofort freimachen hier. Dudes. Oh, er will mitkämpfen, oder was? Will er jetzt hier voll aufrüsten? What? Während dieses Kampfes gibt es eine Anleitung, in der die Steuerung erklärt wird. Anleitung anzeigen. Ja, natürlich. Neues Tutorial. Seht ihr? Taktik, to switch in members who work best in a given situation. Use this opportunity to practice teamwork. What? Verwende R3, um dich im Mitgliederwechselmodus zu begeben. Wähle zunächst deine Figur aus. Was? Verwende anschließend R9, um die Figur auszuwählen. Was? Ach so! Oh mein Gott! Du kannst Gruppenmitglieder während des Kampfes wechseln und so schnell auf jede Situation reagieren. Man kann die quasi einwechseln im Kampf. Das ist ja der Hammer. Okay. Jetzt! Oh, du Drecksau! Okay, ja, ja. Bam, bam, bam. Und mal die Beine wegziehen. Oh, Beine wegziehen wollte ich. Okay, yes! Und schon gehe ich in den... Wow! Ich hab fast den Mode hier verpasst. So, seht ihr, da ist sie wieder weg. Oh, jetzt habe ich ja Dings ausgetauscht. So darf das hier nicht laufen. Oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Und jetzt kriegen auch tatsächlich wohl alle richtig ihre... Seht ihr, jetzt stehen die da auch alle rum, weil sie alle mal eingesetzt wurden. Okay, also das ist gut zu wissen. Wir müssen die nicht außerhalb des Kampfes tauschen und entscheiden, mit welchen Leuten wir rumlaufen wollen. Es ist tatsächlich so, dass... Begib dich zur Bermia-Schlucht. I guess even geezers like me are never too old for improvement. Kann mir einer sagen, was da vorne für ein Vieh rumsteht? Das ist ja so groß wie Deutschland. Wir speichern jetzt vorsichtshalber nochmal. Tut mir sehr leid für dieses ständige Speichern. Dann schaue ich wieder in mein Menü, denn eigentlich will ich das junge Mädel nicht unbedingt drin haben, beziehungsweise ich will Alvin aus dem Team haben. Ach, er ist ja noch drin. Ach so, das gilt dann auch tatsächlich bloß für den Kampf, wenn wir das machen. Ja, das ist ja hervorragend. Das sind ja Komfortfunktionen über Komfortfunktionen. Alles klar. Lassen wir uns nicht weiter lumpen. Komm mal her, Bonzer. Achtung! Wieso Achtung? Oh. Here we go. I'll accompany you. Okay. Okay. Zieh dir einfach die Beine weg. Zieh sie dir einfach weg. Nicht zaubern. Oh oh.
Okay, es wird Zeit für einen Beinwegzieher. Hier müssen alle mal die Beine weggezogen kriegen. Es wird nichts, es geht nicht. Oh mein Gott. Komm her jetzt. Alter, die machen hier so viel Schaden. Ich will nicht, dass die so viel Schaden machen. Komm, jetzt mach den hier kaputt. Ich habe keine TP mehr. Ich drück die ganze Zeit wie ein irrer Kreis und kann überhaupt nicht. Ah! Komm schon! Boah! Wer da voll die Botten weggezogen, dem Dude. Und weggehauen. So. Alle noch am Leben. Level up. Weren't you in the military? And train them to march and highlight their solos at the opportune moments. Right. I'll just let you leave it at that. Okay, da habe ich jetzt drüber geredet. Keine Untertitel, ich weiß nicht, wer von euch das jetzt so richtig mitgekriegt hat. Ich bin mir nicht mal selber sicher, ob ich es richtig mitgekriegt habe. Wir leveln auf. Wer war jetzt der, das Level-Up? Ich habe, glaube ich, das Level-Up gekriegt, ne? Ja, ich habe das Level-Up gekriegt. Wir bewegen uns mal hier in genau diese Richtung weiter. Immer so nach rechts unten. Der Jide ist so ein kleiner Rechter. Der hat so einen Hang zu rechts. Nein, das war keine Anspielung. Überhaupt nicht. Vor allen Dingen nicht auf meine Persönlichkeit. Angriff 2. So, hier ist nochmal TP. Die kriegst du natürlich auch noch. Schön viele TP. Schön viel. So, 10 haben wir. Yes. Ausrüsten. Und was kriegst du denn noch für 4 Punkte? Tut mir leid. Tut mir echt leid. TP Wiederherstellungsabwehr erhöht bei einem erfolgreichen Blitzabwehr 10% TP. So ein Quark. Gegenschlag? Versuch, verursache 25% mehr Schaden, wenn du einen Feind angreifst, während er dich angreift. Das nehme ich. Das klingt gut. Und dann hier, ich habe übrigens gerade, ach nee, ich glaube, so nach hinten muss man drücken und Viereck. Ich glaube, dann hat man abgewehrt, ne? Irgend so ein Gedöns war das noch. Ja, dann nehmen wir halt die Blitzer. Nee, wir nehmen nicht. Nee, das machen wir nicht. Wisst ihr was? Das machen wir nicht. Wer kann denn noch aufrüsten? Ich glaube, keiner, oder? Haben wir schon alle für... Jide war dann doch der Einzige. Ja, tatsächlich. Jide war der Einzige. Ey, Mädel, ich will dich nicht kämpfen. Ich will dich nicht. Du bist so doof stark und so. Ich schleim mich an. Wir schleichen uns an. Wir machen den so tot. Wir machen den Überraschungsangriff. Boah. So, Kinder. Juta! Einfach kaputt geschlagen. Seht ihr, die sind alle schon halb tot durch unseren Überraschungsangriff. Beine weggezogen. Kaputt. Komm jetzt. Alter, das ist ja wohl nicht zu fassen. Bokazanga! So, Rowan steht die ganze Zeit bis hinten rum und macht nicht so viel oder was? Zaubert der wenigstens? Meine Fresse. Unglaublich. So, Dalle, damit neigt sich der Part auch schon... Ich will ja niemanden verschrecken, ne? Aber der Part neigt sich schon wieder dem Ende zu. Nehmen Sie es mir wirklich nicht übel, dass ich in letzter Zeit so bedacht bin, zumindest auf diesen großen, langen Projekten hier, in der 15-Minuten-Grenze zu bleiben. Denn wenn ich so viele Projekte gleichzeitig laufen habe, müssen die Aufnahmesessions für mich immer eher effizient sein. Da muss was bei rumkommen, wenn ich die Zeit investiere. Versteht ihr? Das ist das Ding dabei. Denn, versteht, es kommt ja bald schon GTA 5. Das ist dann neben Skyrim und Tox hier, also Tales of Exilia, das nächste, ich nenne es gerne Endlos-Projekt, was ich auf meiner Schippe habe. Also... Versteht ihr? Projekte, die sehr viel länger dauern als ein handelsübliches Spiel, wie jetzt zum Beispiel Outlast oder Splinter Cell Blacklist oder so, was irgendwann auf jeden Fall vorbei ist. Und das ist schon sehr zeitaufwendig. Das muss ich euch jetzt schon mal verraten. Deswegen bitte mir nicht übel nehmen, wenn ich hier versuche, in meiner Zeit zu bleiben und aus einer Stunde Aufnahme dann auch möglichst viele Parts zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich noch ich brauche diesen Vorlauf, ja. Irgendwann wird es auf jeden Fall ruhiger, irgendwann erledigen sich nach und nach dann ja die Spiele und ich bin auch bedacht darauf, zumindest bis Ende November, bis Watch Dogs kommt, nicht mehr allzu viel dazu anzufangen, auch keine älteren Spiele, auf die ich dann spontan Bock habe, damit ich das hier einfach, wieso hat der ein Ausrufezeichen über sich? Damit ich das hier einfach, damit immer wieder ein bisschen mehr Ruhe in meinen Alltag kommt, und ich nicht hier die ganze Zeit nur am Aufnehmen und Rendern und... Wisst ihr, ich mache meinen PC gar nicht mehr aus. So müsst ihr euch das vorstellen. Hier ist nur noch am Tun und Machen. Und trotzdem komme ich hier nur wieder in die Bredouille und muss genau planen, welche Spiele ich denn als nächstes aufnehme. Bongong! Um noch hier zu Potte zu kommen. Versteht ihr mich? Da müsst ihr mir einfach ein bisschen with me bearen. Du vergräbst dich und willst hier tatsächlich voll einen auf Arschloch machen, oder was? Und wir schlagen... Hey, der hat irgendein Lied gespielt, habt ihr das gesehen? Bada Babong hat er gemacht. Was war denn das jetzt? Krieg ich eine Tutorial-Einblendung? Ne, krieg ich nicht.
Oh, Levelaufstieg. Ja, nur um mal das zu Ende zu bringen. Das ist der Grund, nicht, dass ich ignoriere, dass ihr längere Parts wollt in dem einen oder anderen Projekt. Da würde ich sehr, sehr gerne drauf eingehen und ich werde es tun, sobald ich kann. Ansonsten seid einfach auf meiner Seite und vertraut darauf, dass das, was ich hier mache, alles so gewollt ist. Und zu eurem Wohlwollen, wie das denn so weitergeht und sich in Zukunft entwickelt, wird sich zeigen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, ihr wisst es genau. Tales of Exilia ist für heute aber schon wieder an einem Ende angekommen. Wir sind nicht sehr weit gekommen, haben ein bisschen gekämpft, aber wir wissen, glaube ich, dass wir uns auf einen, und das sehen wir hier an der Karte, Bermia-Schlucht, dass wir uns auf einen Punkt zu bewegen, der die Story voranbringt. Und ich glaube auch in bedeutender Art und Weise, denke ich. Wir sind ja immerhin schon 37 Parts lang in diesem Spiel unterwegs. Wenn man sich mal bedenkt, ich glaube, mein Crysis 3 Let's Play hat irgendwie 26, oder? Irgendwie so in dem Dreh. Das ist schon der Hammer, was es für Spiellängenunterschiede gibt in Spielen heutzutage. Haben wir denen die Beine weggezogen? Was? Komm schon. Dieser Beinwegzieher, ich glaube, den werde ich nie wieder aus meinem Sortiment nehmen. Der ist ja mal so dermaßen gut. Und dann haben wir hier noch die super Schlag-Kombo. Der Typ kann schon gar nicht mehr. Habt ihr gesehen, wie der sich einfach wegdrehen wollte? Der will nicht mehr. Ja, ist doof hier. So. Und ja, übrigens, ich werde demnächst die Accessoires all wieder abnehmen, denn das zerstört teilweise schon ein bisschen die Lore. Also die laufende Nase bei Dingsbums Missy wird schon drin bleiben, aber ja, was soll man sagen? Warum habe ich gerade jetzt hier dieses Paradoxon, dass ich nicht weiß, ob ich gerade schon abmoderiert und wieder anmoderiert habe? Weiß ich nicht. Dann werde ich es jetzt einfach nochmal machen, denn ich weiß ja. Na, geht doch. Rahmschutzfedern, yes. Liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Tales of Exilia ist heute an einem Ende. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Wir werden hier demnächst schön die Story vorantreiben. Ich bin mir da sehr sicher. Schaltet also wieder ein zu den Abenteuern von Jade und Mila. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst es mich in den Comments wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.